Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem UJ Testrevier. Ich stehe jetzt hier gerade schon in den Nachsuchenklamotten, weil wir gerade kurz dabei sind, noch eine Kontrollsuche eben zu arbeiten. Mir war es vergönnt, eine Rotisaurin vorzuhaben. Ich habe auch einen Frischling beschossen. Allerdings konnte ich leider am Anschluss keine Fischzeichen finden. Deswegen guckt jetzt der Nachsuchenführer mal hin und ja, wir werden berichten, wie es weitergeht. Wir stehen jetzt quasi hier an der Roten Straße, laufen dann den Weg rein auf die 117C und ich habe genau da, wo dieser Knick ist im Weg, also wo die zusammenkommen, genau da habe ich die Sau auch beschossen. Und dann sind die hier so hoch in den Hang, das sehen wir dann, und sind dann quasi so von rechts von mir dann so verschwunden, müssten hier dann irgendwie rein. Und ein Spaziergänger hat angeblich wohl auf dieser Teerfuhr auf dem Kolm hoch mal Schweiß gefunden jetzt. Wir wissen natürlich nicht, ob es jetzt von meiner Sau ist oder nicht. Am Anschuss habe ich keine Pirschzeichen gefunden, keine Bossen, kein Schweiß, gar nichts. Deswegen müssen wir schauen jetzt mal. Schauen wir mal. Dafür haben wir einen Hund mit. Genau. Ja. Und wo ist eine Sau mit Schuss zur Strecke gekommen? Genau, und zwar ist hier drüben, sind die, also wenn die jetzt tatsächlich hangparallel gelaufen wären, hier von oben kamen die aus dem Hang raus. Bei der 11? Bei der 111D. Da kamen dann drei Frischlinge und alle drei wurden auch gestreckt. Und der eine hatte eben einen Schuss schon drauf. Was haben sie geschossen? Bleifrei? Genau, bleifrei, 3006. Okay. Genau. No, dann. Schauen wir mal. Welche Uhrzeit war es? 9.45 Uhr. Ja, gut. Gleich am Anfang. Das passt dann auch von der Stehzeit, dass man dem Stück auch Zeit gibt zum Krankwerden. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, ob aus der Kontrolle eine Nachsuche wird. Ja. Gut, dann starten wir. Dann. Ja, also da vorne, links und rechts, habe ich so rote Bändchen hingelegt. Bänder, ja. Genau, und da kam sie von rechts raus und sind nach links rein. Mhm. Und da sieht man auch schön dann quasi die Pferde von der Rotte und quasi die Sau habe ich direkt auf dem Weg beschossen. Also da drüben ist ja mein Sitz und der Frischling stand quasi in dem Moment genau auf dem Weg. Hat er gezeichnet? Nicht. Gut, dann. Und die Fluchtrichtung ist? Genau, und die sind dann hier rein, sind dann so leicht, so spitz weg. Und vor der Brombeere oder hinter der Brombeere langt das? Also rechts davon, also dahinter quasi. Ja. Und ich konnte mich keinen zweiten Schuss nämlich anbringen. Nee, darum, das ist dann nachher schon zu weit und zu viel Kram dazwischen. Ne? Und dann sind sie aber im Hang dann hier so nach links hinten weg. Also wir konnten die eigentlich relativ lang beobachten. Aber hat sich auch keiner abgesondert. Nee, es war kein Frischling dabei, der irgendwie unrund lief oder der zurückgefallen ist. Dass man sagt, okay, der hat irgendwie einen Treffer. Ja. So, dann gucken wir mal, ob der Hund da was Interessantes findet. Das kann auch sein, dass die erstmal in die entgegengesetzte Richtung geht und sich erstmal orientiert. Na was? Wirkt jetzt nicht so, als wäre hier was zu holen. Ich gehe da mal ein kleines Stück hinterher, damit der Hund seine Ordnung hat. Genau, das übliche Spiel. Und jetzt schauen wir mal. Und ihr wart so 20 Meter weiter hinterher. Ja, genau, wir sind hier, wo ich jetzt gerade laufe quasi, dass wir nicht auf der Pferde draufstehen. Ja, alles gut. Dass die nicht schweißen mit der bleifreien Munition ist ja doch durchaus üblich. Ja, wie gesagt, sind bei diesen an sich ganz gut, die Patrone. Wurden denn hier noch mehr Sauen beschossen, sodass dieser Weidewundschuss geklärt sein könnte? Wurden noch mehr beschossen? Ja, also es sind ein paar Sauen sind hier gefallen. Aber man weiß jetzt gerade noch nicht so, ob der von woanders herkommt, der Schuss. Aber bei mir, ich habe nur auf diesen Frischling geschossen. Ja. Hey. So, Bestätigung habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Nee, ich habe auch noch nichts entdeckt. Hier ist Schweiß. Hier auch. Schweiß. Ja. Ja. Also ist aus der Kontrollsuche eine Nachsuche geworden. Ja. War aber das Einzige bis jetzt, diese zwei kleinen Tröpfchen, ne?
Und es waren ja echt bloß so Tröpfchen. Die wir ohne Schnee wahrscheinlich gar nicht gesehen hätten. Nee. So, der Hund arbeitet hier zwar eine deutlich sichtbare Fluchtfährte, aber ich nehme mal an, dass das die Rotte ist, wenn die jetzt über den Acker gegangen ist. Und wir keinerlei Bestätigung mehr hatten, könnte es sein, dass der Frischling sich vorher abgesondert hat. Dann würde ich noch mal ansetzen. Also ist immer noch eine Sauenfährte hier. Aber keinerlei Bestätigung. Mhm. Ja, also sollten die sich tatsächlich aufgetrennt haben, das ist ja echt dann, sag mal, für die kurze Stehzeit jetzt auch echt mal schwierig, bei nach einer Drückjagd, das dann erstmal raus zu filtern, arbeiten, naja. Wo jetzt genau auf einmal der Abgang ist. Was ist denn das da? Aber ist das nur Dreck, oder? Schaut mir nach Dreck aus, ne? Ja, sieht eher aus. Ein bisschen Schlamm. Das ist nicht eindeutig. Hat auf alle Fälle mehrere Stücken. Ein starkes und eine oder zwei kleinere, aber keinerlei Bestätigung. Also hier sieht man jetzt schön die Eingriffe von den Schweinen auch. Also ich würde sagen, es waren drei Stück hier. Ja, ich meine, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was der Hund macht. Der Hund. Weil wir jetzt halt aus dem Jagdgebiet jetzt rausgehen, aufs freie Feld. Ja, wir befinden uns, glaube ich, auch schon nicht mehr im Landesforstbetrieb. Mhm. Und darum würde ich jetzt hier auch abbrechen wollen, wenn wir hier keine Bestätigung haben. Ja. Weil wir uns auch nicht mehr im Rahmen der gesetzlichen Nachsuche befinden hier. Hier sind die Eingriffe über die Straße. Der Hund liegt wirklich stramm im Riemen. Sieht man jetzt auf dem, wie viel das sind in dem Schlamm? Auf alle Fälle ist es hier ein starkes Stück. Ja. Ja. Und hier ist noch ein kleinerer. Ja. Ne, das ist der Hund. Also ich sehe nur die Fährte von dem starken Stück hier. Wir gehen nochmal zum Anschuss. Komm, Anna. Genau, also wir sind jetzt quasi auf die Wiese raus, gehen jetzt nochmal zurück, weil eigentlich hätten die am Kolmhang parallel eigentlich weitergehen müssen, um da rauszukommen, wo ein Frischling beschossen wurde oder erlegt wurde mit einem zweiten Schuss drauf. Wir gehen jetzt nochmal zurück, gucken nochmal zum Anschuss, gucken nochmal, vielleicht finden wir den Abgang. Wir werden sehen. Wir gucken jetzt gerade, wir hatten ja minimal mal so ein Tröpfchen Schweiß, was im Schnee aufgesogen war, gefunden. Und da haben wir jetzt eben so ein Markierungsband hingelegt. Jetzt gucken wir jetzt nochmal. Einfach nochmal als Bestätigung. Genau, die sind da oben bei den Brombeeren. Dass wir einfach nochmal wirklich die gleiche Fährte nochmal arbeiten. Und jetzt wenn wir weitermachen, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo den Abzweig finden. Ich lasse den Hund jetzt hier nochmal vorsuchen. Das heißt, wir durchstreifen das Gelände hier quer und schauen, ob der Hund eine Fährte anfällt. Wenn er das nicht tut, dann bin ich mir fast sicher, dass das kranke Stück mit dem Starken geflüchtet ist oder der Schweiß von dem starken Stück war, eventuell gar nicht von ihrem Frischling. Und es war ja wirklich bloß sehr, sehr wenig. Denn alles andere, was er nach dem Abnehmen von der Wiesenfährte gemacht hat, sah sehr dürftig aus. So, also es geht jetzt schon gegen späten Nachmittag. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesucht. Was ist denn so die Einschätzung gerade? Mein Fazit ist, dass die Sache nicht geklärt werden kann. Ich würde auf den Weidewundschuss nicht tippen, laut Anschuss und den Pirschzeichen in der Fährte. Dort waren zwei kleine Tropfen Schweiß. Der Schütze sagte, es wechselte auch noch ein stärkeres Schwein über diese Fährte, welches dann auch auf den Acker raus ist, also aus dem Jagdgebiet raus. Wir verfolgten die Fährte ja noch ca. 200 Meter, konnten aber auch keine Bestätigung finden. Und ich würde die Sache jetzt hier abbrechen und für mich als Fehlsuche verbuchen, weil ja zwei winzige Tropfen Schweiß waren. Und damit muss ja ein krankes Tier auf der Fährte gewesen sein und damit ist es für mich eine Fehlsuche und keine Kontrollsuche mehr. Mhm. Fehlsuche heißt, der Hund hat das Stück nicht zur Strecke bringen können.
Wir haben unser Bestes getan. Und damit muss man als Schweißhundeführer umgehen können, dass man nicht jede Suche erfolgreich abschließt. Das ist leider so. Gut, genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!